Schön, euch wieder bei einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warships begrüßen zu dürfen. Und wie ihr wisst, bin ich ein Kreuzer-Fan und ein Schlachtschiff-Fan. Und was gibt's da Schöneres, als euch nochmal einen weiteren Kreuzer präsentieren zu dürfen? Und zwar den Tier 9 Baltimore. Der USA natürlich. Wir drücken einfach mal ins Gefecht und bekanntermaßen der Matchmaker hat aufgrund der wenigen High-Tiers noch ein Problem. Dementsprechend werde ich hier mal kurz unterbrechen und im Spiel geht's dann weiter. So, und da sind wir dann also auch, haben ein Match gefunden. Und zwar hier auf Faultline im Standardgefecht und sind auch noch Top-Tier. Mit unserer Baltimore. Was ich lustig finde, dass die Baltimore mehr HP hat als das 10er Schlachtschiff der... 10er Schlachtschiff, 10er Zerstörer der Japaner. Reichweite ist in etwa so wie von der Des Moines. Wir werden natürlich erstmal hier rüberfahren. Da ist, finde ich, so die Stelle so ein bisschen angenehmer. Das ist so die Zerstörer- und Schlachtschiffstelle. Ich werde jetzt aber noch nicht bis ganz nach vorne fahren, sondern hier gleich mal darüber. In Summe haben wir 9 Freunde, die den Gegner begrüßen, sobald er offen ist. Ah, leider nicht auf die Distanz. Diffuso fahrt schon mal in die andere Richtung. Oh ja, auch okay. Kann ich gut mit leben, wenn die Schlachtschiffe sich nicht auf mich konzentrieren. Die Nagato wiederum kommt darüber. Wir schießen einfach mal Proxy irgendwas. Man weiß ja nie, vielleicht ist was noch nicht gescoutet oder was auch immer. Ganz schön weit weg, aber immer wieder schön zum Anschauen. Und die Ibuki, gleichzeitig deren Tier 9er, die kommt zu mir in die Richtung. Das heißt, da wird es jetzt gleich spannender. Gott sei Dank habe ich die AO beim Rücken. Oh, 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 was haben wir denn da? Schönes. Da konnte ich doch schon mal 2 Hits dementsprechend setzen. Oh, da hat es aber jetzt ordentlich von mir bekommen. So. Ah, leider die nicht mehr getroffen. Jetzt muss ich aufpassen, die Pensacola und die Nagato da. Meine Mates drehen schon bei. Werde ich jetzt auch mal machen. Da ist jetzt... Die Ibuki kommt jetzt da auch. Aber die würde ich natürlich gerne auch wegbekommen, die Benson. Und es schaut... Ah! Ja! Einer hat noch getroffen. Der war schön. Der war auch noch gerade eng genug. Aber hat geklappt. Ich werde jetzt hier ein bisschen aufpassen, weil hier ist einfach die Gegner zu hoch in der Überzahl. So mal beidrehen und die Inseln da ein bisschen als Schutz nehmen. Man muss natürlich aufpassen in dem Gebiet, was ihr da vorne seht. Also hier unten, da sind natürlich auch noch die ganzen Gegner. Was da hinten die Fuso und die andere Fuso machen, das ist jetzt aktuell eher die Frage. Da vorne ist die Hölle los. Aber jetzt können wir mal so ein bisschen anders auf die Gegner fahren. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass die Fuso hier hinter mir und die andere
gleich zumindest mal mitschießen können. Cleveland macht sich hier langsam aus dem Staub. Die Nagato auch. So, jetzt schießen die zurück. Aber wie gesagt, ich habe leider... Oh, oh, oh. Das wird doch kein... Wir werden uns doch jetzt nicht rammen, oder? Aoba und ich? Aoba hat ja so ein bisschen stark auf den Gegner geguckt, habe ich so das Gefühl. Interessanter Sound. Hat mich jetzt gerade ein bisschen an Stargate Atlantis erinnert. Aber gut, das war jetzt vielleicht ein Insider. Jetzt hier auf die Nagato. Oh, der erste ging leicht drüber. Ein Hit. Der hat ihn aber leider eher ein bisschen nur gekratzt, denn dass es ihn gestört hat. Auch nur 300. Jetzt hat er mich in Brand gesetzt, aber ich habe einen Zitadellentreffer gelanden können. Aber jetzt bin ich hier vorne leider wieder gefühlt sehr, sehr alleine. Deswegen drehen wir jetzt mal bei. Dass er jetzt nicht mehr so viel von mir bekommen kann. Wasser, 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 Wasser. So will ich das sehen. Einer, aber Gott sei Dank nicht so kritisch von der Stärke. Man sieht, hier ist wirklich einiges los. Oh, die könnten gut vom Gegner kommen. Gott sei Dank nur einer. Es berstet, es knarzt. Alles ist ja am Arbeiten. Deswegen, ich werde jetzt versuchen, mal hier ein bisschen wieder wegzukommen. Weil ihr seht, die Unterstützung hier ist gefühlt einfach, die Fuso ist jetzt endlich mal auch da. Aber es ist einfach sehr lange, sehr wenig jetzt gewesen. Jetzt komme ich nicht mal mehr auf die hier drauf. Muss ich dementsprechend umaimen. Auf die Pensacola, aber die Pensacola dreht auch in die andere Richtung. Also taktisch ist hier noch einiges möglich. Gott sei Dank auch noch ordentlich Struktur, also von dem her wird das noch ein Gefecht, hoffentlich. Ich werde jetzt hier mal so die Inseln nutzen, um mich ein bisschen an die Rand zu pirschen. Muss nur aufpassen, da kommen jetzt auch Torpedo-Bomber. Die Ubuki. Oh, und die Pensacola, auf die komme ich jetzt gleich. Dreht jetzt bei. Ah, die werden dahinter landen, leider. Ich würde jetzt gerne auf die andere schießen. Aber da wurde noch nicht so wirklich eingeämmt.
Hier komme ich auf nichts drauf. Alles gerade ein bisschen schwierig. Weil, wie gesagt, da jetzt reinzupreschen auf die Schlachtschiffe ist bestimmt keine unglaublich gute Wahl. Ja, das war, habe ich fast gedacht, dass da der Berg noch stören könnte. Aktuell noch sehr ausgeglichenes Match. Ich habe jetzt vielleicht vor, mal mir die Fuso hier zu holen, weil wichtig wäre jetzt mal, dass wir so ein bisschen uns jetzt auf einen Gegner konzentrieren. Was da hinten zum Beispiel unsere Fuso will, auch eher schleierhaft. Sobald die Fuso jetzt hinter dem Berg hervorkommt, kann ich auch drauf wirken. Ah, leider zu wenig vorgehalten, habe ich so das Gefühl. Jetzt müsste sie... Ah, schade. Klappt dahinter. Jetzt kommen da aber Torpedos rein. Jetzt hat sie gleich ein größeres Problem. Ja, da wurde sie aber ganz gut dezimiert. Und da ist sie auch schon tot. Das heißt, jetzt hier auf diese Gegner... So, Flieger auch mal weg, ist auch ganz wichtig. Unsere Fuso da hinten bekommt es mittlerweile auch ganz gut. Mal auf die Cleveland schießen, die sollte von der Geschwindigkeit hoffentlich so in dem Bereich sein. Ah, so knapp. Das ist jetzt die Nagato. Jetzt kommt hier gleich ein richtiger Schlagabtausch. Und, ah, schön ein paar Hits. Leider vom Schaden her nicht so in der Höhe, die ich gern gehabt hätte. Die Rohre drehen sich aber nicht auf mich. Das heißt, die beachtet mich gar nicht. Das ist gut. Na, jetzt beachtet sie mich. Und jetzt beachtet sie mich auch dementsprechend gut. So, da waren es zwar einige Hits, aber leider nicht in der Höhe, wie ich sie gebraucht hätte. Oh, da hinten kommen die Schüsse rum, aber ich glaube, ich kann mich hier etwas retten. Ja. Zwar ein Hit, aber... Immer noch in akzeptabler Höhe. So, jetzt werden wir wieder mal von einer Insel getrennt. Die Obuki ist immer noch voll. Das ist ja zum Mäusemelken. So, die Nagato wird jetzt, glaube ich, von Torpedos gerade rausgenommen. Knapp daneben. So. 2000. Naja, auf die will ich noch nicht gehen. Also erstmal muss die Nagato raus. Aber die hat ja Gott sei Dank wirklich nicht mehr viel. Mit der nächsten Salve werde ich sie dann gleich begrüßen. Jetzt kommt natürlich von vorne der nächste. Auch eine Cleveland. Cleveland schießt wahnsinnig schnell.
schneller als ich, leider. So, jetzt hoffen wir mal doch, dass die treffen. Ja, weg ist sie! Oh, 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 da habe ich aber hier dann doch nochmal mehr Schaden von den beiden bekommen. Ich will jetzt hier nicht so um die Insel rumfahren. Ich würde es gerne der Fuße mal überlassen, hier aufzuploppen. Deswegen alles halt, alles stopp. Wir lassen die anderen beiden mal nach vorne. Die Nagato ist jetzt gleich weg. Deswegen können wir jetzt weiterfahren. Ah, schon wieder der Berg im Weg. Sei es drum. Unangenehme Reichweite. Ah, ein einziger Hit. Und leider zu wenig Schaden gemacht. Hoffentlich dreht sie so jetzt, wie ich das mir gern vorstellen und wünschen würde. Wieder ein Hit. Aber nicht genug. So, jetzt kann... jetzt... ah, endlich, weg ist sie. So, jetzt noch die Ibuki. Und die Ibuki, die hat mir natürlich einen ordentlichen HP-Vorteil voraus. Die Frage ist, ob ich nicht sogar auf die... ja, werde ich doch nicht. Ich werde jetzt hier zusammen mit der Fuse hoffentlich die Ibuki mal wegmachen. Und im Zweifel wird einfach gekappt. Obugi werden wir jetzt damit einfach mal unter Druck setzen. Wird hoffentlich auch gleich aufploppen. War eine sehr spannende, interessante Runde, muss ich sagen. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, wo die Ibuki auftaucht. Der Flugzeugträger ist ja auch noch am Leben. Ist auch so interessant, wo die Flugzeuge hinfliegen. Ah, ich dachte, die wären schon auf dem Rückweg. Waren sie wohl doch nicht. Jetzt haben sie scheinbar Torpedos, genau, da sieht man sie schon im Wasser. Auf die Fuso. Mal schauen, wie viel er abbekommt. Oh, schön gefahren, kein einzigen. Sehr, sehr nice. Die Frage, nachgehen oder hier den sicheren Sieg. Ich würde jetzt mal auf den Sieg gehen. Und mir einfach hier dann sagen, okay, wenn die Ibuki wegfährt und uns nicht holen will, dann kann ich damit leben. Wir werden uns jetzt einfach hier in den Cap aufhalten und den Sieg nach Hause nehmen, weil das Problem ist, dass unsere Leute, der Zerstörer und unser Schlachtschiff, bei uns in der Base sind. Das heißt, ansonsten wird es ein Ewigkeitsspiel
Und es sind auch nur noch 28 Sekunden auf der Uhr, sehe ich gerade. Oh, das könnte noch ein Draw werden. So, Gott sei Dank habe ich die Flugzeuge diesmal schon früh wahrgenommen. Deswegen, ja, der Sieg! Ganz knapp. Also viel Zeit hätte das nicht mehr dauern dürfen. Also Gott sei Dank gekappt. Deswegen auch ein Basis-XP von 1700 mit 44.000 angerichtet. Also das war doch eine ganz schöne Runde. Ich konnte 3 zerstören, 2-mal die Zitadelle, ein paar Hits abgeben und habe noch 4 Flugzeuge rausgenommen. Also von dem her war ich zufrieden. Ich hoffe ihr auch mit mir und wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen da. Bis bald, euer Alcaramba.